Hallo, grüß euch zum letzten Teil von der Klaus-Thoner-Serie über die Präastronautik. Wie versprochen, ich habe euch ja noch angekündigt, dass ich euch ein paar Zusatzvideos zeige. Beim Vortrag von Herrn Thoner hat er ja mal etwas angesprochen, wo uns in der Vergangenheit, in der Antike, also vor Tausenden von Jahren, Außerirdische geholfen haben, uns vor Meteoreinschläge zu bewahren. Und da hat er uns ja diese antiken Steinfragmente gezeigt, wo diese ja, Anzeichen da waren, dass eben Außerirdische mit uns zusammengewirkt haben, nur vielleicht sogar zusammengelebt, ja. Und da zeigte ich euch Standbilder von einem Türkei-Meteor-Video. Und ich zeige dir ein paar Standbilder von ein paar so NASA-Aufnahmen, was von der Sonne gemacht haben, weil ja der Herr Donau auch Artefakte zeigte von Sonnendarstellungen, wo so schwarze Dreiecke riesige drinnen waren. Und aus Erhärtung habe ich ja eben die Fotos eingefügt, dass das auch in der Jetztzeit, in der Gegenwart, die NASA auch genau solche Fotos macht. Und dazu dient eben jetzt ja auch dieser Teil zur Ergänzung und Erhärtung einfach von Herrn Donner seinen Präsentationen. Das Video, das wird jetzt in zwei Teile gegliedert sein. Zum einen werde ich drei verschiedene Videos über Meteoreinschläge zeigen. Haben Leute eben gefilmt, wie ein Meteor in die Atmosphäre eingetreten ist und dann explodiert ist. Naja, oder von UFOs abgeschossen wurde. Das werden wir dann genauer analysieren. Und zum beim zweiten Teil dann kommen wir mal zu NASA-Aufnahmen, die was eben vier Sonden für die Sonne untersuchen lässt, da, wie die Protuberanzen sind und die Gammastrahlung. Und da tauchen auch immer wieder UFOs auf. Und wie man die finden kann und tolle Aufnahmen von solchen UFOs bei der Sonne, die riesengroß sind, kann man dann am Schluss. Ist dann da spannendste Teil. Okay, also ich würde vorschlagen, dann fangen wir einfach mal an und gehen zu den Meteor-Videos und zwar in speziellen. Zeige ich euch jetzt einmal Meteoraufnahme von Russland. Und Moment. Ja, ganz genau. Vielleicht zuvor. Da seht ihr ja eben das Artefakt, was der Donner vorgestellt hat. Da sieht man eben das Außerirdische. Ich habe es da farblich dargestellt, noch ein bisschen erhoben. Da habe ich es grafisch dargestellt, dass man es noch besser erkennen kann. Da kennt man eben wunderschön, wie die Außerirdischen uns da vor diesen Kometeneinschlägen bewahrt haben, ja. Da eben so wie Sprechblase kann man ja sehen, was da drin in den UFO da drinnen ist. Okay, ja, zum Beispiel hier, da sieht man auch wieder Kometen, außerirdisches Fluggerät, so in Original. Da habe ich es eben einfach nur wieder farblich dargestellt, so dass man es einfach sich mehr vorstellen kann darunter, was da ist. Okay, also gehen tut es jetzt dann um beim Russland-Meteor-Wiedereinschlag um vier Funde von UFOs und wir werden jetzt dann gemeinsam eben ja herausfinden, ob die echt oder ob ganz was anderes ist. Das erste ist hier, das soll es eben hier ein UFO sein. Bei demselben Video dann später, wenn es weiter voranschreitet die Zeit, kommt dann die Einstellung, das soll dann da ein UFO sein. Dann kommen wir zu einem zweiten Video von demselben Kometeneinschlag, das haben mehrere Menschen zugleich Videos gefilmt. Das soll hier ein UFO sein, eigentlich sogar mehrere, aber das besprechen wir dann. Und da dann soll eben da ein UFO sein, bei diesem Video. Und beim letzten, vierten Video soll hier, oh, das ist UFO sein, ja. Okay, also fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Video an.
Es wird jetzt hier einfach mal starten. Das ist eben 15. Februar 2013 hat die stattgefunden im Uralgebirge im Gebiet von Tscheljabinsk. Diese Region im Ural, das ist 1500 Kilometer östlich von Moskau. Und ja, und da in dieser Videoaufnahmeszene, was wir jetzt gesehen haben, sollen zweimal UFOs zu sehen sein. Okay. Dazu habe ich jetzt das Video mal ein bisschen an. Das war jetzt nur ein Teil von dem Video. Das war nicht das ganze Video, was wir gesehen haben. Weil es geht eh nur jetzt um einen Ausschnitt. Und diesen Ausschnitt selbst habe ich jetzt noch angezoomt und ein bisschen vergrößert eben. Und auch den Kontrast dann noch angesetzt, sodass wir das dann besser sehen können, was sich da in den Kometen, also in den Meteor, verbirgt. So, da habe ich mich jetzt rangezoomt. Jetzt da von hinten unten kommt es jetzt. Jetzt dringt es ein, scheint ihn zu zersplittern, porös zu machen, den Kometen, und ist dann wieder ausgetreten. So. Habt ihr es bemerkt? Nicht so schnell, oder? Na gut. Dann kommen wir zur zweiten Szene. Es ist das eben ausgetretenes Objekt. Dann rast der Komet eben weiter. Und jetzt kommt dann das UFO wieder und scheint den Kometen zur Explosion zu bringen, nämlich genau jetzt. Wirklich ein extremer Zeitloop jetzt das Video, und hinten ist wieder ausgetreten das UFO. Okay. Und dazu zoome ich mal jetzt einfach wieder mal zu der ersten Stelle ran. Hier unten kommt jetzt wieder unten ran, dringt ein, unten zersplittern, dringt wieder aus. Und beim Austritt, dann später wird es wieder unsichtbar. Ab jetzt ist es unsichtbar geworden, ist einfach verschwunden. Jetzt habe ich es eigentlich einfach einmal markiert, dass dann genau wisst, von was ich spreche, die was ich nicht genau entdeckt habe. Mach es mir kommentarlos. Nochmal. Senkt da, bringt unten ein, das UFO. Jetzt wird es dann unsichtbar. So. Okay, bei dem Video war ich recht zwiegespalten, ja. Es kann, wenn man Filme macht und es sind helle Objekte dann auf der Linse, dann kann es oft so einen Lichtschein geben, so einen Lichtflair, der was dann bei bewegenden Objekten das verursacht, dass dann wie ein Stern flimmern, sich das so zu bewegen anfängt, ja. Ich habe euch da einfach mal ein Beispiel. Ich war mal im Mirabellgarten, da im Zwergalgarten gefilmt, und da hat die Sonne dann auch so einen Effekt gemacht, ja. Da, das ist der Zwergalgarten eben. Na, läuft das Video? Ja, genau. Okay. So, da seht es da jetzt da, wie noch der Lichtschein da entsteht. Und jetzt noch und da und später wieder da. Und dazu habe ich speziell jetzt ja die Möglichkeit, mit Filtern zu arbeiten, dadurch, dass wir einen guten PC haben. Und da habe ich Filter benutzt, wie Chrome, leuchtende Ränder und so weiter, wo man dann genau sehen kann, ob da ein bisschen feste Objekte dahinter sind, ja, oder ob da eine Struktur dahinter ist, ob dahinter ein Lichtschein oder irgendwas erkennbar ist. Und da fangen wir einfach mal gleich mit den, gehen wir nochmal nach vorne hin. Ihr seht, da
Strahlen da, was da weggehen, ja. Von diesen haben wir jetzt gesprochen. Und mit den Filtern habe ich jetzt einmal rausfiltern versucht, alles, was Licht ist, mehr feste Struktur herauszufinden. Ihr seht es da, sind die ganzen Strahlen sind da jetzt weg. Dazu habe ich eben Frame für Frame, Einzelbild für Einzelbild die Szene von dem Video jetzt abgespeichert und dann Bild für Bild mit dem Filter versetzt, wieder zusammengefügt und so einen Film wieder neu zusammengefügt, dass man jetzt eben so anschauen kann. Sie seht eben, unten kommt dann das UFO. Und dringt dann da eben wieder aus. Wie seht's, schaut mal her, sind die Strahlen eben nicht mehr da bei dem Objekt. Mal ein bisschen schneller vor. Also die Strahlen sind nie da, erst wie das Objekt dann eindringt, ja. Und vor allem, ihr seht's ja, der Schatten, als wann jetzt das Objekt wirklich hinterbei von den Kometen ist, weil der Komet den Schatten vor den Objekt wirft. Genauso wie bei der nächsten Szene auch wieder. So, Objekt scheint wirklich einzudringen und sich nicht eben vor den Objekt zu befinden. So wie es eben beim Lichtflair dann eben wäre. Beim Lichtflair dann wäre das Objekt vorher, vor den Kometen. Aber da ist der Komet vor dem Objekt, nämlich. Ja, dringt wirklich hinterbei fliegt es entweder oder es dringt eben ein, weil ob dann, wie es drinnen ist, scheint da was rauszubrechen. Weil es kommen doch auf einmal Strahlen an den Objekt. Jetzt kommen auf einmal Strahlen, also sind das die Bruchstücke, was raussplittern, ja. Man sieht es dann auch wirklich ganz schön, wenn er rauskommt, dass es Bruchstücke sind, weil Bruchstücke immer begleiten, wie immer beim Projektil das ist. Also ein Geschoss, was reingeht, reißt dann Stücke mit, aber reißt noch nicht so ein großes Loch, sondern hat ihn erstmal porös gemacht, ja. Im Mittelalter, wenn man Kanonen benutzt, aber braucht es mit kleineren Kanonen die Mauer porös geschossen, dann ist man erst mit den großen Kugeln gekommen und hat die Mauer dann zum Einstürzen gebracht. Warum ich das Beispiel nenne, kommen wir dann gleich später zurück. Genau. Ich zeige euch jetzt mal das Beispiel von den Kometen und unseren wackeren außerirdischen Helfer. Also der Komet tritt in die Atmosphäre ein. Unser Helfer kommt von hinten, nähert sich an, dringt von unten nach innen ein, lässt sich schon etwas porös werden. Wie ein Projektil dringt er ein, nach vorne raus. Wie ein Projektil reißt auch ein paar Bruchstücke mit nach vorne und wird dann unsichtbar. Der Komet rast weiter, dann auf einmal erscheint er wieder, wird wieder sichtbar aus der Unsichtbarkeit und bleibt aber in der Luft stehen, er bewegt sich nicht, sondern der Komet rast auf ihn hinzu und während der Komet dann auf ihn auftrifft, explodiert der Komet und er höchstwahrscheinlich rast nach hinten raus und ist nicht mehr zu gesehen. Also, was könnte es jetzt wirklich sein? Was ich mir auch noch überlegt habe, Ronald Reagan hat in den 80er Jahren ja das Projekt Star Wars ins Leben gerufen. Also nicht den Film von George Lucas, wo die Macht mit den Jedis ist. Da geht es ja darum, dass er vorgeschlagen hat, Satelliten in die Orbit zu schicken, die was mit Waffen ausgestückt sind, die was uns eben vor Gefahren aus dem All bewahren sollen, ja. Eben, was für Gefahr das auch immer sein soll, ja. Meteore, außerirdische, weiß auch immer. Ja, jedenfalls, ob das mit Laser- oder Projektilwaffen ist, dieses Objekt hat sich ebenfalls für mich wie ein Projektil verhalten, was von hinten einträgt und vorne dann ausdringt. Und jetzt kommen wir eben dann noch zu dem zweiten Teil. Davor zeige ich noch von der Szene ein paar andere Filter, damit sie jetzt noch einen besseren Eindruck machen. Jetzt, weil ein Filter alleine sagt auch noch nicht viel aus, ja.
Also eben mit dem Computer kann man ja wirklich dann, man braucht nicht einmal große Filter am PC haben, wenn sie zu Hause einfach die Helligkeit, Kontrast ein bisschen zurück oder raufsetzt bei helle oder dunklen Fotos, könnt ihr auch schon viel raus sehen, ja. Okay, das ist jetzt beispielsweise leuchtende Render-Effekt. Da kann man auch wieder Konturen gut darstellen und man sieht eben, da kämpfen die Flares jetzt ganz leicht. Was bei den Chrome nicht war, aber auch nicht so stark wie bei den Originalvideos, an die Lichtflares auch nicht zu sehen. Also da kann man schon sehen, dass das Objekt ist immer super scharf sichtbar, ja. Also es ist, verhält sich wirklich wie ein Objekt, was eindringt, ja. Vielleicht so nochmal. Und in die Markierung, ihr seht eben, jetzt dringt es ein. Und so. Und dann wird es eben unsichtbar. Jetzt, da habe ich einfach mal die ganze Szene in negativ gesetzt, das Video, dass ihr auch in negativ sehen könnt. Da kann man dann auch gut die Konturen und alles Mögliche gut darstellen. So. Aber da eben jetzt noch die Sättigung, die Farbe, also mehr raufgesetzt hier. Das sind auch einfache Tricks, was ihr selber zu Hause alle machen könnt. Dann. Ja. Da drängt es jetzt dann wieder aus. Fliegt und wird unsichtbar. So, sagen wir mal. Ein Filter noch. Ja, aber so viel Material zum Zeigen, hey. So, wenn es euch interessiert, würde mich echt freuen, wenn ihr auch eure Kommentare abgibt oder wenn ihr Zusatzmaterial oder was wisst zu den Fällen, was ich jetzt da alles präsentiere. Würde mich für einen Austausch freuen. Also lernen wir alle was dazu und über eben speziell. Ah ja, genau. Eines kann man mal ganz sicher eben schon raus ausschließen. Ihr seht da die Flecken da. Da diese Flecken. Das sind keine UFOs. Wie da oben kommen auch so Flecken überall vor. Das ist der Schmutz auf der Scheibe vom Auto, ja. Wie man das genau feststellen kann, ob das jetzt wirklich Schmutz ist oder auf der Scheibe, kommen wir dann bei einem speziellen Fall. Aber da ist wirklich nur dieses Objekt, was das sich so rumbewegt, könnte eben ein UFO sein. Einigen wir uns jetzt einmal eher auf ein Projektil irgendwie, würde ich sagen, ja. Kann aber trotzdem, auch wenn ich sage Projektil, ein Fluggerät sein, ein UFO, weil wer weiß, was die aushalten, ja. Die können feste Stoffe reindringen in einer Geschwindigkeit, trotzdem wahrscheinlich null. Okay, jetzt kommen wir eben zur zweiten Etappe. Der Komet rast eben weiter, wie ich gesagt habe, und dann später wird das Objekt sichtbar, bleibt aber in der Luft stehen, bewegt sich nicht, der Komet rast auf das Objekt zu, explodiert und das Objekt hinten dann mit Volldampf weg. So, der Komet kommt und jetzt, da ist jetzt wieder. Er erkennt, dass das Objekt still steht, anhand, weil die Bäume und das Objekt immer in derselben Position sind. Bäume unten und das Objekt bewegen sich nicht miteinander weg oder so. Also ist das Objekt in der Luft stillgestanden. So, dann nochmal. Das Objekt, da ist es jetzt. Und ohne Markierung dringt es ein. Da sehen wir so einen schönen Lichtflair. Wo ist die? Aber jetzt da. Jetzt ist der Lichtflair da hinten rausgegangen. Wie ich das jetzt so sehe. Also kann man auch eines feststellen, dass dies hier, warte, tatsächlich jetzt nochmal, so, da, das da, der Lichtflair, bewegt sich, immer die Richtung merken,
Ich werde halt kurz überblendet, er ist aber noch da. Wechsel einfach mal die Position, wie er weiter sein könnte bei jeder Bewegung. Also, jetzt in der zweiten Etappe, da war es eben so eben, dass das Objekt auf einmal in der Luft wieder sichtbar wird, es sich aber nicht fortbewegt, ja. Und das Objekt eben darauf zurast und zum Explodieren bringt. Dass das Objekt sich nicht, also es sich nicht bewegt, ja, erkennt man daran, wenn ihr die Bäume unterhalb beobachtet, die sind immer in derselben Position wie das Objekt. Nur der Komet und alles andere bewegt sich. So. Jetzt einmal ohne Markierung. Jetzt wird das Objekt sichtbar. Ja. Und dringt ein. Dringt es explodieren und hinten wieder raus. Okay. So. Da machen wir vielleicht diesen letzten Filter noch dazu, dass man. Da seht ihr jetzt eben dort diese Punkte da, das ist alles Schmutz auf der Scheibe. Ja, das ist Schmutz auf der Scheibe. Das da. Und hinten wieder raus. Okay. Ja. Also das war jetzt eine Videoszene mit zwei UFO-Etappen. Und ja, ich bin da zugestalten, entweder ist es ein Lichtflair oder es ist ein Projektil. Ich kann es nicht mit Hundertprozentigkeit ausschließen, ja. Und das zweite Video finde ich ja dann eben sehr komisch. Das passt zu diesem eigentlich sehr gut, aus dem Grund von der Zeit her. Weil bei dem zweiten Video eben die Zeit fehlt. Da handelt es sich eben um eine Kamera, ist da, die ist an einer Hausmauer angebracht. Und genau die Szenen, was wir jetzt bearbeitet haben, die zwei Etappen, die sind der Sequenz rausgeschnitten. Nur vorher und nachher, die sind da. Ihr seht ja, wenn ihr den Mann beobachtet, er bückt sich und dann plötzlich steht er in der aufrechten Position in einer anderen Richtung blickend. Der Pfeil unten, ja, habe ich zum Hinweis, dass da eben die Zeitangabe ist. Da kann man das auch sehen. Da sieht man sogar, dass die Zeitsprung da ist. Also einfach plump rausgeschnitten. Schnell ganz. Also, wahrscheinlich musste das schnell geschehen oder wie? Oder ich frage mich nur, warum hat man das rausgeschnitten? So interessante Szene eben. Schaut's nochmal. Da, der Mann beugt sich und dann auf mit Zack steht er aufrecht. In eine andere Richtung blickend. Boing. Ja. So. Okay. Da hat zwar noch eben kein UFO zu sehen. Naja, vielleicht so, weiß nicht, interessant. Damit ihr euch hier einen Eindruck machen könnt, weil der Komet war wirklich verheerend. Also die Leute da in Teplinsk hatten ja irrsinniges Glück, weil zu hoch, zu niedrig oder irgendwo explodiert oder direkt am Boden eingeschlagen mit dieser Größe. Wäre das Schlimmste, was wir uns jemals vorgestellt hätten, ja. Das ist einer der zehn katastrophalsten Aufzeichnungen in den seit der Jahrtausendwende, also seit den ersten 16 Jahren, die was wir haben. Also da, es gibt eben Einschlag. Moment, mal den Ton ausschalten. So. Genau. Okay. Also da sitzt eben so ein Einschlagskrater. Also damit ihr wirklich einen guten Eindruck dafür bekommt, wie verheerend der Komet war, habe ich da auch noch ein paar Videos zusammengestellt. Ja, was ist denn?
Ja, also der Komet explodiert, ist dieser Komet mit einer Sprengkraft von 500 bis 600 TNT Sprengkraft. Ja, das ist im Vergleich zu Hiroshima, hatte 15 Kilotonnen TNT. Ja. Und mit 500 bis 600 Kilotonnen zu im Vergleich Hiroshima mit 15 Kilotonnen TNT. Das ist schon ein gewaltig erheblicher Unterschied. Da seht ihr eben, bis in die Nacht hinein hat es dann noch gebrannt, ja. Ja, und der ist eben in mehrere Trümmerteile zerbrochen, eines ist eben da in den See gestürzt, ja. Habe erst 8 Monate später, bin dann geborgen, einen Teil von den Kometen. Der war so extrem schwer, dass die Waage dann sogar gebrochen ist und kann man den Komet nur schätzen. Also gebrochen ist er bei über 500 Kilogramm auf der Waage. Also über 600 Kilogramm dürfte ein Teil des Kometen haben. Im Gesamten hatte der Komet 10 oder wie war das? 20 Meter Durchmesser. Und 10.000 Tonnen Gewicht, also 10.000 Gewicht, ja. Dass man eben wirklich ein anderes drüber steht, dass möglich ist, dass es kein Blödsinn ist, was ich sage, von den Maßen, was ich da sage. Es ist ein Teil wiederum woanders. Ich habe auch erst ein paar Monate später entdeckt, zum Vergleich zum Kind, hier, wie klein das Kind zu den riesigen Felsen ist. Ja, okay, haben wir denn sonst noch was? Vielleicht zeige ich noch ein paar kleine Trümmerstücke. Also der Komet da, man sieht, dass es wirklich geschmolzene Fragmente sind, teilweise an der Oberfläche, ist richtig glasig geschmolzen. Der große Trümmer wurde eben aus Jadeit festgestellt, aus Jadeit. Und der ist in der Luft explodiert und hat dann sozusagen Schockwelle erzeugt, die Druckwelle, jetzt nennt man den Airburst. Und der Airburst, der hat brennende Trümmerstücke in 6 Städten verteilt, ja. Und in diesen 6 Städten hatte man unzählige Schäden noch, ja. Zeige euch vielleicht noch vorher die Schäden, bevor wir wirklich zu den UFOs kommen, okay, machen wir es jetzt spannend. Die Schäden, wo hatte ich die Tür drin? Ja, das dürfte. Da sieht man eben, wie die Druckwelle wirklich die Leute weggeschleudert hat. Auch hier in diesem Büroaufnahme katapultiert die Menschen richtig. Weg oder da in dem Kaufhaus da drinnen. Ja. Und alles raus. Also. Da sieht man dann auch. Also die Explosion, die ist sicher nachträglich eingeführt. Ja. Also in 6 Städten, ja, haben die Dächer und Scheiben zertrümmert, ja. Wie eben da, wie man sieht, noch an die Scheiben. Ihr seht die Helligkeitsunterschiede, wie der Komet vorbei rauscht. Und, jetzt, also man sieht echt, man muss bedenken, der Komet, der war mit bis zu 20.000 Stundenkilometern in der Sekunde unterwegs. Ja. Und das ist schneller als eine Rakete oder auf Flugzeug fliegen kann. Ja. Bei den haben wir jetzt gesehen, bei den, wie die Scheiben draußen explodiert sind, ja, dass es ewig lange gebraucht hat, bis der vorbeigerauscht ist und dann erst später der Airbus die Druckwelle so weit weggebracht hat. Jetzt zeige ich das nochmal vielleicht mit der Scheibe, dass ihr seht, wirklich, wie, was ich meine, dass jetzt kommt der Komet und überquert die Kamera, ja. Mit 20.000 Kilometern pro Sekunde unterwegs, in der schon eine extreme Entfernung zurück. Jetzt erst kommt die Druckwelle.
und auch mit Schall unterwegs ist, ja. Ich schalte mal vielleicht mal den Ton aus. So, dann haben wir den Ton ausgeschalten. Ich kann euch nicht alle Schäden-Videos zeigen, wie gesagt, in der Playlist, die ich dann zeige, ist eh mehr drinnen, als ihr überall durchschauen könnt in einem Tag. Hier mein Schnelllauf, da ist die Bahn. Wirklich erhebliche Dach- und Fensterschäden. Man muss auch bedenken, minus 20 Grad war es, Winter, 100.000 Menschen, da hat die Dächer kaputt. 100.000 Menschen frieren, ja, man muss die Dächer reparieren für 100.000 Menschen. Der Kometeneinschlag ist seit der Jahrtausendwende, seit 2000, einer der schlimmsten, was jemals gezählt wurde, ja. Waren so 1900 Jahrtausendwende. Tunguska, da sind Millionen Bäume auch in Hand wegen eines Erdbasts in der Luft, ja. Wie Streichhölzer geknickt, Millionen von Bäumen. Sibirien war das. Also das ist auch interessant, googelt's mal Tunguska. Na gut, aber kommen wir jetzt einfach mal zu den UFOs. Ja, genau. So viel zu dem. Und nun haben wir noch andere Kameraaufnahmen, wo auch UFOs zu sehen sein sollen. Kommen wir eben zurück zum Thema. UFOs zerstören Meteore, die die Erde bedrohen. Also das ist jetzt eine Kameraaufnahme von einem Taxi. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, wie ich erklären kann, wie man feststellt, eben, ob das jetzt Schmutz auf der Scheibe ist. Können Sie dann auch zu Hause super nach ausprobieren auch. Dann macht man einfach eine Schablone. Ja. Man sucht den Fixpunkt beim Auto, der sich immer bei der nicht mitbewegen kann, weil er im Auto angebracht ist. Und dazu habe ich einen Kreis gemacht, dann eine Linie noch hoch oben gezogen und bis zu dem Objekt und die Linie dann auch wieder einen Kreis markiert. Und wenn das Objekt sich immer dann mitbewegt zu der Linie, zu dem Objekt, was am Auto fixiert ist, dann ist das ein Dreck auf der Scheibe. Weil das UFO ja sicher nicht immer nur dann fliegt, wenn jetzt das Auto fährt und wenn das Auto stehen bleibt, so wieder stehen bleibt. Also sie haben eine Liebesbeziehung. Okay, also dass ihr jetzt seht, was ich jetzt meine. Das ist jetzt das Video und da habe ich die Schablone jetzt draufgelegt. Oben die zwei Kreise sollen eben auch UFO sein, sie sich sichtbar und unsichtbar machen, meinen Menschen, aber das ist eben auch wegen der Lichtreflexion. Also die drei Kreise sollen UFO sein, eigentlich meinen manche auch, dass ein viertes da ist, nämlich hier, das da. Das soll auch, das ist einfach nur eine Reflexion von den Kometen, der Lichtflair. Leider. Also dieses Video ist leider UFO-frei. Kein unidentifiziertes fliegendes Objekt, sondern es wurde ein Dreck festgestellt. Na gut, das zweite Video ist auch ein Interview von einer Kameraperspektive. Das kann ich nur einen Ausschnitt zeigen. Das ganze Video da machen wir einfach mal ein Standbild und zoomen es einmal ran. Merkt euch einfach mal das Bild, das mache ich mal keinen Kommentar und gehen schnell los zum zweiten Video übrig. Das hat auch ein Kamerateam gefilmt, kann ich auch nur einen Ausschnitt zeigen. Gell? Also da, das ist Objekt wieder ranzoomen. So. Okay. Wenn man jetzt die zwei da vergleicht miteinander, sind jetzt bei das da ist jetzt eben das da von am See. Das war eben der Reporter, der auf den Einschlagsort übrigens interviewt wurde. Aus Urheberrechtsgründen kann ich nur eben einen Ausschnitt zeigen. Also so ein Zitat. Und das ist eben das zweite, schauen Sie wirklich sehr ähnlich. Ich vermute eher, dass das eine Drohne ist. Dort bei den Einschlagsorten eben von ersten Video, dieses hier, da würde ich als Kamerateam auf
Flugdrohne mitnehmen, mit einer Kamera drauf, dass man das von oben sehen kann, wie eine spektakuläre Aufnahme. Der Weg schlägt den See ein und man hat dann von oben eine tolle Perspektive, ja. Macht man ja auch bei den Kornkreisen so, ja. Und auch bei Städten, wenn da mitten Schäden verursachen, greift man auch schon auf Drohnen zurück, die Kameras, um das zu begutachten, wie groß sind die Schäden, wo sind sie, weil Hubschrauber doch ein bisschen kostenintensiver sind. Ja, also ich tendiere eher zu Drohnen. Aber sicher kann man sich auch nicht in diesen Videos bei den letzten zwei sein, ja. Okay, somit hätten wir jetzt aber das Russland-Videoserien abgeschlossen. Gibt so viele andere Perspektiven, wie der Komet eindringt, weil ich darf euch alle nicht zeigen. Wie gesagt, ich zeige jetzt dann noch den türkischen und den japanischen Video, wo man andere Videos finden kann. Und das ist halt toll, außer wie manche Aufnahmen gefilmt wurden, wo der Komet in der Winterlandschaft gerade niedersaust. Und ja, schaut euch einfach an. Okay. Meteor Türkei, das hatte ich euch in den vorangegangenen Teil von Herrn Doner gezeigt. Es waren aber nur Standbildaufnahmen, aber davor gibt es ein Video. Und das Video, das ist jetzt hier da. Und bei diesem Video, das hatte ich schon vor Jahren selbst entdeckt. Und die Geschichte war schwer zu finden, aber jetzt habe ich herausgefunden, auch die, woher das stammt. Gibt es ja auch viele Piloteninterviews, also mehrere Flugpiloten in verschiedenen Flugzeugen haben unabhängig voneinander das Objekt gesichtet und berichten eben, dass das Objekt den Kometen anscheinend zu zerstören versucht hat, ja, und auch geschafft hat. Und es hat eben blinkende Lichter gehabt und so, ja. Das habe ich dann auch ein bisschen computeranalysiert mit Filtern dran. Habe ich diese einzelne Standbildaufnahme jetzt da hergenommen, den Kontrast runtergesetzt, so sieht man dann eben, wie heiß die heißen Objekte sind. Aber auch feste Objekte, gell? Aber auch hier in speziellen heißen Kontrast, Helligkeit aufgesetzt, leuchtende Rändereffekt wieder. Also das Objekt hat sich immer so bewegt wie ein Trümmerstück. Total atypisch von einem Trümmerstück, ja. Rein, raus und so. Und ist eben übrig geblieben laut Piloten. Und da gibt es sehr viele Geschichten zum Nachlesen. Ich habe mir da die Geschichte abgespeichert. Moment. Wo hatte ich die Geschichte abgespeichert? Da. Also, ja, das ist eine gute Seite. Also, hier sind, es ist zwar alles auf Englisch, ja, aber man kann sich über einen Übersetzer geben oder was. Da berichten die eben, dass es ein blinkendes Objekt war. Und dass Flugzeuge in ihren Radar zwar erkennen konnten, aber die Radarstationen in Ankara es nicht sehen konnten. Wohl ich auch erwähnen muss, jetzt bei den Flughäfen, die Radarstationen, die können nur Objekte bei einer gewissen Geschwindigkeit erfassen. Wenn sie über einer Geschwindigkeit hin drüber die Flugobjekte, werden sie von Radar ausgefiltert. Die können nur noch spezielle Militärradars dann entdecken. Aber schaut euch das einfach mal hier an. Ich werde das in der Videobeschreibung mit verlinken, die Internetadresse, diese hier. Und da gibt es auch noch drei andere interessante Seiten zu diesem Video dazu. Da. Also das ist jetzt diese Markierung, die habe nicht ich gemacht, aber die Computeranalysen, die habe schon ich gemacht. Da. Und diese Seite da, die verlinke ich dann alle im Video, gibt es auch Informationen dann zu diesem Ereignis. Okay, so,
Und eben jetzt zum letzten Video über die Serie Meteore werden von UVUs zerstört. Es bin ich mir nicht ganz schlüssig, woher das kam. Ich vermute aus Japan. Aber es ist irgendwie nicht ganz so stimmig, weil man keine wirkliche Geschichte dahinter noch recherchieren konnte. Und ja, es wirkt sind oft Pilotengeräusche wieder drinnen auf Englisch, obwohl das ja immer auf, es soll eben von 12. Februar sein, ja, in 2014. Da findet man zwar Videos von Kometen, aber die sind eine andere Perspektive, da taucht man dieses nie auf. Aber kann schon leicht sein, aber beobachten wir einfach mit diesem Video. So, hier sind es eben zwei leuchtende Objekte, hier oben das große, der Meteor, der einbringt, und unten der Satellit, ein Begleitobjekt hier. Der bleibt immer gleich groß, gleich hell, und der Komet wird es immer in mehr kleine Einzeltrümmer zertrümmert. Wird immer kleiner, kleiner und immer weniger, weniger. Nur das Objekt bleibt immer gleich und bleibt gleich hell. Der Komet löst sich schon komplett auf, ist schon fast nicht mehr hier, ja. Nur das Objekt bleibt immer wieder, bleibt zum Schluss übrig, gleich groß. Leider sieht man das Video nicht ganz zu Ende. Das wird unterm Flug wird das Video beendet. Schade. Findet leider nicht viel mehr darüber. Zwei Videos oder drei, ich glaube zwei, habe ich gefunden über dieses Ereignis. Naja, müsst ihr euch eine Meinung bilden. Würde mich wirklich interessieren, vielleicht eure Kommentare. Ja. Könnt ihr ja in YouTube bei die Kommentare reingeben oder auf unser, ja, zeige ich euch vielleicht eben, wo es die Playlisten zu den Kometen findet und mit den Kommentaren. Das ist unsere Homepage eben. Könnt ihr eben auch uns folgen und uns, dass ihr keine Kommentare, keine Beiträge bei uns verpasst, auch abonnieren, wie da, abonnieren von Beiträgen, ja. Schreibt uns vielleicht eine E-Mail zu, vielleicht diesem Thema eben jetzt, ob ihr vielleicht eine andere Funde habt, interessiert uns total und vielleicht könnt ihr eure Recherche mit dem, was ich jetzt präsentiert habe, können wir sie ergänzen. Eben, ja, gibt's eben auch mal bei YouTube, CryptoTV ein. CryptoTV. Ja, es ist ja witzig, ja. Es gibt ja jetzt schon zwei andere CryptoTV-Kanäle bei YouTube, habe ich gesehen. Dort dieser da eben. Gibt's ja noch einen zweiten, oder? Ah, ja, genau, und dieser. Also die zwei Kanäle. Die haben andere gemacht. Meiner ist ja schon ein bisschen älter. Der Unterschied bei mir ist eben, dass ich zwischen Krypto und TV einen Punkt gesetzt habe und mein TV schreibe ich groß. Man kennt es ja auch an dem Logo hier. Und wenn man eben dann da draufklickt, kommt man zum Kanal. Bei YouTube-Kanal, da kann man eben Playlisten abspeichern, das ist das Tolle. Da kann man dann eben für ein bestimmtes Thema alle Videos, was zusammenpassen, in eine Liste reingeben und dann ja, toll nachforschen, recherchieren bis zum geht nicht mehr. Wie da haben wir eben eine Playlist schon an der Hauptseite präsentiert mit Pyramiden und Pyramiden in Bosnien, überall Pyramidenfunde, in Australien findet, was man nicht meint, dass es dort Pyramiden gibt. Urzeitcode, Permakultur, aber eben da gibt es auch noch den Reiter Playlists und wenn man da draufklickt, der UFOs zerstören Meteore. Das sind alles Playlisten von uns. Mindestens 30 weitere Playlisten sind noch drin. Kann man draufklicken, kommt man dahin. Aber wir wollen eben UFOs zerstören die Meteore. Klickt man daher. Da sind da jetzt am Rand die ganzen Videos drinnen. Und alle von Russland, ja. Ja, okay. Und in das Türkei-Video auch drin. Oder das. Würde mich freuen, wenn es uns eben vielleicht abonniert.
Da verpasst ihr auch keinen Videobeitrag von uns, den wir da eben auch eben speziell hochladen, denn wenn man auf Videos klickt, kommt ihr auch zu unseren Krypto-TV-Produktionen. Mal weiterladen. Da ist alles, was wir schon vom Krypto-TV produziert haben. Also das ist doch schon einiges jetzt dabei. Okay, doch jetzt zurückgeben zur Präastronautik, ja oder nein? Ich würde sagen, jein, denn der Beitrag eben ergänzte jetzt die Präastronautik von Herrn Faustona von tausenden von Jahren, von dem, was jetzt in der Gegenwart passiert. Und jetzt kommen wir eben zu den Sonnen-UFOs, die die NASA eben macht und wirklich ähnliche, gleiche Bilder zu sehen sind, wie die, was wir von Herrn Donner gesehen haben.